Bei der netten Münchner Projektleiterin Madeleine Bürge, die wir aus ihrer Zeit in Nürnberg schon gut kannten, der Küchenhersteller ausfiel, bat sie uns um unsere Küchenshows auf dem Architektenstand Planhaus auf der Heim und Handwerk in München. Also haben wir unsere Partner gefragt, ob sie uns so kurzfristig mit der Keramikplatte im Industriedesign von Dekton, mit den neuen Sous-Vide-Geräten von Komet und dem besten Kochfeld von Jaksch ausstatten können. Und natürlich fragten wir auch unser Team, ob genügend Eiche trocken ist, die ihre Krottzeit in eine Küche verwandeln könnten. Alle sagten ja, also erstmal mit Papier und Bleistift die Idee festgehalten und aus der ausgearbeiteten Version auch ein Einladungsvideo erstellt. Aus super schicker Keramik wurde die Arbeitsplatte und die Blende der Kochinsel geschnitten und sie wurde schon bewundert, als sie noch in unserer Werkstatt stand. Stück für Stück entstand so die Massivholzküche aus fränkischer Eiche, gleichzeitig organisierten wir das passende orangefarbene Porzellan von Walküre, bekamen die neuesten Gläser der Serie Power von Stölzle und das schicke Besteck von Rösle und die bestellte Küchenmaschine Ankersrum in Orange. Als Oberschrankfront wählten wir glänzendes schwarzes Glas, das wir mit dem Tagesprogramm der eingeladenen Foodblogger beschrifteten. Die Scheiben können aber auch jeden anderen persönlichen Wunsch von Glas über Holz bis zum Kuhfell erfüllen. Am Aufbautag ließ erstmal alles schief, weil unser Fußboden noch nicht verlegt war, aber am Dienstagabend stand der Stand und sah dem Entwurf schon verdammt ähnlich. Mittwoch früh um 5 bauten wir nach einigen Diskussionen in der Sicherheitszentrale der Messe unsere Videotechnik auf und zeigten um 11.30 Uhr die erste Küchenshow mit unserem größten Glück der Messe, der ebenso kompetenten wie charmanten Melanie Bauer. Thermalisierer garten wir im Vakuum das Hutangerrind und Brietnest danach am Teppanyaki. Aus dem Dampfgarer kamen in nur 2 Minuten die fränkischen Klöße aus dem besten Nürnberger Klosteig von Donald Meyer. Und dazu gab es noch köstliche Soße aus dem Induktionsfond. Alles wurde liebevoll serviert von unseren Hostessen. Und danach saßen wir noch lange mit unseren Gästen zusammen und planten auch schon mal ein wenig Küchen vor. Aber auch ohne Küchenshows sorgte die Küche für viele Gespräche mit angenehmen Menschen. Gleichzeitig haben wir unsere Rotweinküche aus der Untergrumbacher Ausstellung verkauft, weshalb die Eichenküche für die vorhandene Küchenkoje um die bereits eingeplanten 60 cm gekürzt werden musste und nur wenige Tage nach der Messe schon wieder mit Kunden bekocht wurde. Als unsere neue Architekturpraktikantin Isabel am heiligen Morgen für die Eltern den rettenden Entkalker für den Druckdampfgarer abholte, haben wir sie gleich zum Modeln eingeladen, was doch eine gute Idee war. Jetzt können sich Kunden schon vorab einen Sonderpreis für diese kocherfahrene Massivholzküche zwischen 3 und 6 Meter sichern, indem sie uns einfach ihren Grundriss schicken und wir prüfen, ob sie bei ihnen reinpassen würde. Und wer sich eine ganz andere Küche, ganz in Weiß, Grün oder Blau wünscht, macht das Gleiche, denn unsere Einzelanfertigung ermöglicht die Erfüllung aller Küchenwünsche. Bis bald!